Wir haben uns letztendlich über Äther unterhalten, also das ganze Kapitel 9. Wir haben die physikalischen Eigenschaften uns angesehen. Wir haben die Ätherspaltung diskutiert, Peroxidbildung, Williamsonsche Äthersynthese. Das ist im Übrigen eine ganz wichtige Geschichte, weil sie damit natürlich durch eine SN2-Reaktion, also Reaktion von Alkoxid mit einem Nukleophil, können sie dann die entsprechenden Äther herstellen. Das geht natürlich nicht für alle Äther gleich gut. Besonders gut lassen sich dadurch Benzyläther herstellen und Methyläther und Allyläther. Schlechter ist es natürlich bei primären oder sekundären, gerade bei sekundären Halogeniden, die eliminieren dann natürlich. Bei primären geht es vielleicht noch, da können Sie es vielleicht noch machen. Dann haben wir uns über technische Äthersynthesen unterhalten, also Aluminiumoxid, ne, und Ethanol, aus Schnaps wird Äther. Und dann sind wir schon in die organischen Schwefelverbindungen übergegangen, Darstellung von Thioethern und Thiolen, also durch HS- und dann die Thioether stellt man natürlich am besten ein, indem man das Thiol nimmt, deprotoniert und dann alkyliert. Dann Synthese von Sulfoniumsalzen, Sulfoxiden und Sulfonen und dann hinterher die Darstellung von Sulfonsäuren. Wir haben dann angefangen mit Kapitel 10, den Aminen, haben die Nomenklatur und die physikalischen Eigenschaften und ganz wichtig, Alkylierung von Ammoniak und die Synthese primärer Amine durch die Gabriel-Synthese und das andere war natürlich durch die Acid-Synthese und wir haben uns dann dem Hofmann-Abbau zugewandt oder der Hofmann-Eliminierung zugewandt. Wir müssen dann jetzt im nächsten Schritt uns die Synthese aromatischer Amine ansehen. Und dann müssen wir uns, also das heute werden wir wahrscheinlich heute fertig kriegen, dieses Kapitel, weil das auch noch relativ kurz ist. Gut. So. Also, unter Kapitel 4. Synthese aromatischer Amine. Also, wie macht man das im Normalfall? Also wenn Sie Toluol nehmen zum Beispiel, dann können Sie die Aminogruppe nicht direkt einführen. Da gibt es im Grunde keine Möglichkeit. Es gibt moderne Methoden, um aus Arylhalogeniden direkt Amine zu machen. Die werden aber in OC3 besprochen und hier noch nicht. Klassisch, die absolut klassische Synthese ist die folgende. Sie können jetzt zum Beispiel mit HNO3 und H2SO4 nitrieren. Sie wissen ja, Toluol ist mild aktiviert durch den Plus-I-Effekt der Methylgruppe und Sie kommen dann letztendlich zum entsprechenden 2,4-Dinitrotoluol, DNT. DNT ist eine ganz interessante Verbindung, insofern Sie wissen ja, dass in vielen Krisen- und Kriegsgebieten vergrabene Landminen existieren. Ne? Und diese Landminen sind natürlich, enthalten sehr viel TNT. So. Dieses TNT, das sickert aus den Minen aus oder verdampft aus den Minen ins umgebende Erdreich, ist da aber nicht stabil und wird uns entsprechende Dinitrotoluol-DNT reduziert. Dieses Dinitrotoluol kann man dann zum Beispiel durch moderne Analysenverfahren mit also Handheld, mit einfach batteriebetriebenen Geräten nachweisen. Also ganz interessant, DNT, wenn Sie das mal lesen, Dinitrotoluol, das ist, wird eben von Landmines, also vergrabenen Landminen ausgeschlitzt. Aber egal. Wie kommt man jetzt vom DNT zum entsprechenden Amin? Ganz einfach,
Mit H2-Palladium können Sie das reduzieren und Sie kommen dann jetzt zum entsprechenden Diaminotoluol. Und das ist eine ganz wesentliche Geschichte, die Sie sich merken können hier. Aryl, NO2, H2-Palladium wird zu Aryl, NH2. Das Ganze selbe gilt natürlich auch einfach für Nitrobenzol, das man mit Palladium und Wasserstoff reduzieren kann und man kommt damit natürlich dann zum entsprechenden Anilin. Also ganz klassisch, die Nitrogruppe ist ein Synthon oder ist ein verkapptes Amin. Also Sie suchen nach einer Aminogruppe und dann überlegen Sie sich, wie können Sie eine Nitrogruppe einführen. Und in der Sekunde, wo Sie eine Nitrogruppe einführen, haben Sie ein Amin. Weil nämlich einfach nur mit, das ist ein aromatisches Amin, weil Sie einfach nur mit H2 und Palladium hier reduzieren müssen. Ne? Gut. So, jetzt muss ich, komme ich zum Teil 5 hier. Und zwar habe ich das überschrieben, in dem Versuch witzig zu sein, das geheime Leben des Nitrobenzols. So, warum sage ich das? Also, häufig ist es so, dass ich in Bachelorprüfungen oder auch gelegentlich mal in Masterprüfungen oder in Staatsexamensprüfungen frage, wie kann ich Nitrobenzol zu Anilin reduzieren? So, und dann werden mir häufig verschiedene Reduktionsmittel angeboten, zum Beispiel Lithiumaluminiumhydrid oder einfach Zink in Ammoniumchlorid oder Zink mit KOH. Aber diese Reduktionen führen eben interessanterweise nicht zum Anilin, sondern die führen zu anderen Produkten, die aber auch sehr interessant und sehr wichtig sind. Deshalb möchte ich Ihnen das hier einfach mal zeigen. Also, Sie fangen an mit Nitrobenzol. Ja. Und Sie wissen jetzt natürlich, dass Sie entweder mit H2-Palladium oder Eisen-HCl, das geht auch. Also da nehmen Sie einfach Eisenpeilspäne oder Eisengranulat und versetzen das mit HCl und dann kriegen Sie sogenannten naszierenden Wasserstoff, was immer das auch ist. Der reduziert Ihnen dann tatsächlich, also hier muss man sagen, oder, ganz wichtig, man braucht nicht beides, oder. Entweder Eisen-HCl oder H2-Palladium. Kommt man zum Anilin. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einfach sagt, okay, nehmen wir doch ein modernes Reduktionsmittel wie Lithiumaluminiumhydrid, dann isoliert man ebenfalls ein Produkt, aber man isoliert dann Azobenzol. Das Ding heißt hier Azobenzol. Das ist die Azo-Einheit. So, wenn man Nitrobenzol einfach umsetzt mit KOH in Methanol, dann agiert dieses System als Hydriddonor und Sie kommen interessanterweise zu dieser Verbindung. Wo Sie hier ein 1,3-Dipol haben. Also ein Diazooxid. So, Sie können das ebenfalls, das Nitrobenzol, einfach mit Zink
und Ammoniumchlorid reduzieren und dann kommen sie zum Nitrosobenzol. Dieses Nitrosobenzol ist grün und dimerisiert im Gleichgewicht zum entsprechenden zweifach oxidierten, zur zweifach oxidierten Azo-Verbindung. Die dann so aussieht. So, last not but least, können Sie Ihr Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertan. Wenn Sie mit Zink in Ammoniumchlorid reduzieren, kommen Sie zuerst zum entsprechenden Phenylhydroxylamin. Entschuldigen Sie bitte. Und dieses Phenylhydroxylamin können Sie dann oxidieren mit Chromat und Säure oder Dichromat und Säure. Also Sie kommen zuerst zum Phenylhydroxylamin hier, ne? Und dann oxidieren zum entsprechenden Nitrosobenzol, das dann hier dimerisiert. Interessanterweise können Sie das Nitrosobenzol nicht erhalten, einfach durch direkte Nitrosierung von Benzol mit NO+. Warum nicht? Weil NO+ ein deutlich zu schwaches Elektrophil ist und einfach mit Benzol nicht reagiert. So, das heißt, Sie müssen diesen Umweg gehen. So, last but not least können Sie hier jetzt auch das Nitrobenzol mit Zink und KOH umsetzen und dann kommen Sie zum entsprechenden Hydrazin. Also Sie sehen, Sie haben so jetzt eine ganze Verzweigung. Also Lithium-Aluminiumhydrid, Azobenzol, Kaliumhydrid mit Methanol einfach, da kommen Sie zu diesem Diazooxid. Mit Zink in Ammoniumchlorid kommen Sie zum Hydroxylamin. Das können Sie dann oxidieren zum entsprechenden Nitrosobenzol, das dimerisiert. Das ist hier farblos, das ist Dimer. Oder Sie können einfach mit Zink und KOH umsetzen, dann kommen Sie zum Hydrazin. Oder Sie können eben ganz klassisch mit H2-Palladium zum Amin reduzieren. Sie sehen also, das Nitrobenzol ein außerordentlich vielseitig verwendbares Ausgangsmaterial ist für alle möglichen Dinge. Gut. Wir müssen uns jetzt in Punkt 6 über Nitrosierung unterhalten. Und da gibt es einige interessante Aspekte. Und zwar, man kann jetzt Amine generell nitrosieren. Und zwar, wie stellt man das NO her? Das ist relativ einfach. Man nimmt Natriumnitrit, also NO+, Natriumnitrit plus HCl oder H2SO4 wird natürlich jetzt erstmal zu der entsprechenden salpetrigen Säure. Diese salpetrige Säure wird jetzt weiter protoniert und Sie kommen dann jetzt zu und Sie verlieren Wasser und kommen dann zum entsprechenden NO+ hier. Da können Sie natürlich auch wiederum zwei Resonanzstrukturen schreiben, eine, wo die positive Ladung hier liegt, die andere, wo die positive Ladung natürlich dann, Entschuldigung, auf dem Sauerstoff liegt, oder Sie können natürlich jetzt eine auch schreiben, wo die positive Ladung hier jetzt am Stickstoff ist. Genau. So.
Was kann man jetzt mit NO Plus machen? Man kann jetzt aliphatische Amine direkt nitrosieren, also aliphatische sind nitrosierbar. Und das können wir zum Beispiel am Methylamin hier jetzt mal zeigen. Methylamin plus NO plus wird dann zu Sie verlieren jetzt ein Proton und Sie kommen dann jetzt zu CH3, NH, N, OH. Und Sie protonieren dann wieder. Jetzt verlieren Sie wieder ein Proton und protonieren wieder. Das passiert jetzt nicht intramolekular, sondern das passiert intermolekular. Das heißt, das bekommt das typischerweise auf dem Lösungsmittel, die Protonen. Dann kommen Sie zu CH3, N, N, OH2+. Sie spalten Wasser ab und dann kommen Sie intermediär. Das ist aber überhaupt nicht stabil. Das ist aliphatische Diazoniumsalz und das aliphatische Diazoniumsalz reagiert jetzt sofort mit Wasser. In einer SN2-Reaktion. Also im Prinzip möchte das natürlich jetzt einfach Stickstoff loswerden und ein Methylkation bilden, aber das Methylkation ist so instabil, dass das wahrscheinlich nicht passiert, sondern das wahrscheinlich, da Sie das hier in Wasser machen, hier die Verabschiedung des Stickstoffs gleichzeitig mit der Ausbildung hier des entsprechenden nukleophilen Substitutionsprodukts einhergeht, das verliert ein Proton und Sie kommen dann zu Methanol. Teurer Weg, Methanol zu machen, das wollen Sie natürlich nicht. Aber das heißt, dass das jetzt für die synthetische Chemie ist, also jetzt die Nitrosierung von Alkylamin nicht sonderlich wichtig. Es gibt eine Ausnahme und zwar ist das die sogenannte Demjanov-Tiefenau-Reaktion. Die Was passiert bei Demjanov-Tiefenau? Da haben Sie nehmen Sie zum Beispiel hier dieses Zyklopentylmethylamin und Sie setzen das mit NO um und Sie kommen dann intermediär natürlich nach genau demselben Mechanismus, den ich Ihnen gezeigt habe, zum entsprechenden Diazoniumsalz. So, aber was jetzt passiert, anstatt dass Wasser jetzt hier dieses entsprechende Diazoniumsalz abfängt oder nukleophile Substitution hier, platzt der 5-gliedrige Ring aus. Sie wissen ja, der hat noch 5 oder 6 Kilokalorien Ringspannung hier und Sie kommen dann intermediär, wenn der aufplatzt, zum entsprechenden Cyclohexylkation. Das sehen Sie dann hier.
Also hier entsteht dann die positive Ladung und Sie lassen das entsprechende Cyclohexylkation dann, das natürlich ein sekundäres Kation ist, einfach mit Wasser reagieren. Sie verlieren ein Proton und Sie kommen damit dann zum entsprechenden Cyclohexanol. Was bedeutet das? Generell ist die Tiefenau-Reaktion hier einfach eine Ringerweiterungsreaktion. Ringerweiterungsreaktion, die eigentlich ganz praktisch ist. Also wenn Sie Zugang haben zu so einer Spezies und wollen dann letztendlich hier das vergrößerte, den vergrößerten Alkohol haben, dann können Sie das so machen. So, also das ist, wozu man, was man mit primären Aminen machen kann. Was passiert, wenn man sekundäre Amine das passiert häufig auf der Pizza. Also wenn Sie jetzt irgendein Amin haben, ein sekundäres, was natürlich jetzt irgendwie im Käse der Pizza irgendwo auch drin ist, und dann mit Salami umsetzen, Nitritpökelsalz ohne Ende, und im Käse sind die Bedingungen natürlich ganz leicht säuerlich, dann kommt es zu den entsprechenden, zur Ausbildung der entsprechenden Nitrosamine, und die sind stark krebserregend. Genau. So, was passiert dann, wenn Sie tertiäre Amine haben? Da passiert gar nichts. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt Triethylamin nehmen plus NO plus, passiert nichts. So, also jetzt haben wir die ganzen aliphatischen Amine abgehandelt, was da passiert. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal die Reaktion der entsprechenden aromatischen Amine ansehen. Also des siebtens, Reaktion aromatischer Amine mit NO+. Und das ist dann natürlich die Frage nach den Diazoniumsalzen. So, ich zeige Ihnen jetzt erstmal Aromaten, die tatsächlich mit NO plus direkt reagieren können. Also wenn Sie zum Beispiel ein tertiäres aromatisches Amin haben. Entschuldigung. Wenn Sie dann mit NO plus reagieren lassen, kriegen Sie tatsächlich direkt unter normaler elektrophiler Reaktion hier das entsprechende, die entsprechende Nitroso-Verbindung. Hier funktioniert das. Sehr aktiviertes Amin. Wenn Sie jetzt ein sekundäres Amin nehmen, und NO draufschütten, dann verlieren Sie auch natürlich wieder ein Proton und Sie kommen dann aber zum entsprechenden Nitrosamin, wie bei den entsprechenden sekundären Aminen, bei den sekundären aliphatischen Aminen. Also Nitrosierung. So, bei primären Aminen passiert was Ähnliches wie auch bei primären aliphatischen Aminen. Und das ist aber sehr wichtig.
Also wenn Sie jetzt einfach Anilin hernehmen, und mit NO plus umsetzen, kommen Sie letztendlich zur entsprechenden, zum Phenyldiazonium Kation. So, dieses Diazoniumsalz ist im Gegensatz zu den aromatischen Diazoniumsalzen bei Temperaturen unter 0 Grad oder unter minus 5 Grad stabil. So richtig stabil. Wenn Sie das natürlich auf 20 Grad aufwärmen, dann fängt das immer mal an, der Stickstoff einfach auf Wiedersehen zu sagen. Aber wie gesagt, so bei minus 2, minus 5 Grad ist das eine Lösung, problemlos stabil. So, wie kann man sich vorstellen, dass sich das Diazoniumsalz bildet? Entschuldigung, das ist natürlich Anilin, nicht Nitrobenzol. Besser so? Anilin. Anilin plus NO plus, natürlich nicht. Nitrobenzol reagiert überhaupt nicht mit NO plus. Anilin. So, wie ist der Mechanismus? Im ersten Schritt wird natürlich einfach hier das primäre Amin nitrosiert. Was dann passiert, sie deprotonieren und sie reprotonieren dann wieder. Und sie kommen dann zu dieser positiv geladenen Verbindung. Sie deprotonieren wieder. Und dann kommen Sie zu einer Verbindung, die heißt Diazoniumhydroxid. Hier wird wieder protoniert. Und Sie können sich vielleicht jetzt schon vorstellen, was da als nächstes passiert. Sie protonieren am Sauerstoff. Sie verwandeln damit die OH-Gruppe natürlich in eine ausgezeichnete Abgangsgruppe hier. Sie verlieren Wasser. Und Sie kommen dann zu Ihrem entsprechenden Diazoniumsalz. Das hat natürlich weitere Resonanzstrukturen, wie Sie sich vorstellen können. So. Es gibt auch etwas andere mechanistische Vorschläge, aber das ist so irgendwie einer der Grundmechanismen. Sie können, wie gesagt, in Wikipedia nachgucken. Da entschuldigen Sie bitte, ich habe wieder entsetzliche Allergien. Sie können das auch in Wikipedia nachlesen. Gerade im Englischen, da steht das wunderbar und da stehen vor allem auch Direktionen der gesamten Diazoniumsalze. Das sind da super aufgeführt. Wir müssen uns jetzt aber tatsächlich auch mit den Reaktionen der Diazoniumsalze auseinandersetzen. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also achtens, die Reaktion der Diazoniumsalze und der Klassiker da ist die sogenannte Sandmeier-Reaktion. Was Sandmeier-Synthesen? So, was versteht man darunter? Also, schlagen wir mal ganz zentral hin hier.
unser Diazoniumsalz hier. So, jetzt kann man verschiedene Dinge machen. Wenn man dieses Diazoniumsalz jetzt mit Kaliumjodid in Gegenwart von Kupferjodid umsetzt, dann kommt man in einer Radikalreaktion zum Jodbenzol. Wenn man das Ganze mit Kupferbromid macht, kommt man zum entsprechenden Brombenzol. So, wenn man jetzt das Ganze mit Silbertetrafluoroborat umsetzt, ich nehme mal an, wir hätten hier das entsprechende Chlorid vorliegen, dann fällt Silberchlorid aus und Sie bekommen jetzt dann hier das entsprechende Tetrafluoroborat. Interessanterweise ist das Tetrafluoroborat sehr stabil, im Gegensatz zu den anderen Diazoniumsalzen, die deutlich weniger stabil sind. Und Sie können dieses Diazoniumsalz hier jetzt erhitzen und dann sind Sie bei der sogenannten Balz-Schiemann-Reaktion. Und damit bekommen Sie dann die entsprechenden Fluoraromaten raus. Balz-Schiemann gehört also zu den wesentlichen Reaktionen, um aromatische Fluoride herzustellen. Absolut klassisch und immer noch beliebt. Ne? So, wenn Sie jetzt Ihr Diazoniumsalz einfach hier mit Wasser umsetzen, dann ist es die sogenannte Phenolverkochung. So heißt es tatsächlich. Phenolverkochung. Und dann bekommen Sie hier das entsprechende Phenol raus. Oder Sie können ebenfalls, wenn Sie das mit H3PO2 umsetzen, können Sie einfach wieder zum Benzol zurückkommen. Das heißt, Sie können also auch Diazoniumsalze reduzieren. Oder Balz-Schiemann. Schiemann. So, besser? Sorry. Oder Sie können auch weiter mit Sulfit reduzieren. Und dann können Sie, kommen Sie zum entsprechenden Phenylhydrazin. Sie sehen also, dass Sie mit diesem Ausgangsmaterial hier eine ganze Menge an interessanten Reaktionen durchführen können. Und das Gute ist, Sie bekommen die Sachen natürlich sehr einfach. Sie gehen aus von Benzol, Sie nitrieren zu Nitrobenzol und reduzieren das mit H2 Palladium dann zum Anilin. Und das Anilin können Sie dann natürlich jetzt einfach durch Nitrosierung sehr schnell umsetzen in das entsprechende Diazoniumsalz. Ja? Also das heißt, Sie haben eine direkte Schiene hier über die entsprechenden Nitroverbindungen dann zu einer ganzen Auswahl von anderen Verbindungen hier. Was ganz lustig ist, ist natürlich, durch diesen Typ von Reaktionen können Sie sehr einfach aus Benzol zum Beispiel Triodbenzol machen. Wie würde man das machen?
Man würde einfach hier besonders hart nitrieren und sie können dann unter forcierten Bedingungen kommen sie dann zum Trinitrobenzol. Das Trinitrobenzol können Sie dann natürlich mit H2-Palladium reduzieren. Können dann daraus natürlich die entsprechende dreifache Diazoniumverbindung machen. Und dann können Sie natürlich hier einen dreifachen Sandmeier machen. Und dadurch haben Sie dann hier Ihr entsprechendes Trihodbenzol. Und was es Ihnen natürlich gibt, es gibt Ihnen die entsprechenden Metapositionen, die Sie natürlich durch direkte Jodierung oder durch direkte Halogenierung in der Form niemals erhalten würden, sondern was Sie da haben, ist, Sie nehmen also einfach die Nitroverbindungen als Platzhalter für Ihre entsprechenden Halogenide via die Diazoniumsalze. Sie sehen das, das ist also wirklich eine ganz wichtige und auch potente Methode, um Dinge herzustellen. Diazoniumsalze haben aber noch weitere interessante Eigenschaften, und zwar ist es die Sache mit der Diazokupplung. Neuntens, Diazokupplungen von Diazonium Salzen. Also wer von Ihnen hat schon mal Margarine gegessen? Dieses eklige Zeugs. Ha? Margarine, okay, gut. Also ich war als Kind, bin ich immer gezwungen worden, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld hatte, Margarine zu essen. Ich habe das Zeugs immer gehasst. Margarine hat ja so eine schöne, also wenn man sich einfach nur mal Margarine ansieht, ohne alles, dann wäre die weiß, wie Palmin, farblos. So. Aber Margarine, Rama, Schlama und Bezel, Schlezel, Gezel, wie diese Dinger alle heißen, sind natürlich nicht farblos, sondern haben so ein wunderbares Buttergelb. Was glauben Sie, was das ist? Keine Karotten, sondern das ist der Farbstoff Buttergelb. So. Und Buttergelb, wie stellt man das her? Man nimmt natürlich das Phenyldiazoniumchlorid oder was man immer auch hat hier und setzt das dann einfach um. Das ist ein schwaches Elektrophil am Stickstoff mit einem ganz aktivierten Aromaten. Und schon wird Ihre Margarine dann von weiß und blass zu wunderbar buttergelb. Buttergelb. Eigentlich sollte man es fairerweise Margarinegelb bezeichnen. Weil natürlich der Zusatz zu Butter von Buttergelb nicht möglich ist. Von meiner Mutter her und der Generation weiß ich das, bevor es schon gefärbte Margarine gab, gab es wohl tatsächlich Margarine, die farblos war. Und da lag dann immer so ein kleines Päckchen mit einer Buttergelblösung dabei. Genau. Die Buttergelblösung musste man in die Margarine einrühren. Geil, oder? Ja. Also ich muss sagen, ich esse grundsätzlich nur Butter. Also selbst wenn da Carotinoide zugegeben werden, aber
Also Margarine kommt mir echt nicht ins Haus. Das andere Problem ist natürlich, dass Margarine sehr häufig hydrierte Fettsäuren enthält, also weil sie machen Margarine ja aus irgendwelchem Kokosöl oder aus irgendwelchen Ölen, die halt wirklich billig sind. Und da haben sie natürlich das Problem, dass das wird natürlich mit Nickelkatalysatoren gemacht. Das ist natürlich auch richtig fies. Nickel ist giftig, aber das spielt keine Rolle. Die Mengen an Katalysator sind so klein, who cares. Was viel schlimmer ist, ist dabei natürlich immer noch ein klitzekleines bisschen an den entsprechenden Transfettsäuren drin bleibt, die dann irgendwie, wenn Sie zu lange Margarine essen, Ihnen möglicherweise einen Herzinfarkt beschert. Also, und das ohne den Spaß gehabt zu haben, Butter zu essen. Ja, ich meine, life sucks. Ja. Also, essen Sie Butter. Schmeckt echt besser. Gut, aber egal. Also, jetzt die Frage ist, wie funktioniert das mechanistisch? Das können Sie sich vorstellen, das entsprechende positiv geladene schwache Elektrophil greift hier an und das ist eine ganz, ganz, ganz normale elektrophile Substitution und Sie kommen dann natürlich zu dem entsprechenden Wieland-Intermediat, das super stabilisiert ist durch diese Resonanzstruktur hier. Sie verlieren dann ein Proton und sind dann bei Buttergelb. Genau. Sehr ähnlich wie Buttergelb kann auch Methylorange hergestellt werden, das natürlich auch wasserlöslich ist in dem Fall und auch verwendbar ist. Ich darf hier einfach, naja, das können Sie sich dann später entweder in Wikipedia ansehen oder hier auf, es wird ja alles aufgenommen. Okay? Ja gut, Sie spielen auf Zeit, Sie haben gewonnen. Kein Problem. Gut, also Methylorange kommt dann morgen dran. Wir müssen also heute mit Buttergelb, good job. Wir müssen also heute mit Buttergelb stoppen. Ich bedanke mich vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, Sie morgen dann wiederzusehen. Also, tschüss.